Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia. Lufia? Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Wir waren hier auf dem Klürberg. Aus dem Weg. Stehen geblieben und müssen jetzt den Klürberg-Gipfel bezwingen. Und ja, ich denke, das wird kein Problem werden. Okay, wir reichen Level 19. Nice. Das ist schön. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Verdammt. Wie machen wir das jetzt? Wir schicken mal Absol weg. Mal sehen, wo er sich hin... Okay, da portet er sich hin. Oh Mann. Komm schon, Absol, du schaffst das. Ja doch, ich denke, das dürfte kein Problem sein. Ah. Noch ein Ruckzuckhieb dürfte reichen. Oder ein Biss. Okay, schön. Da ist auf jeden Fall oben schon mal nicht die Treppe. So viel ist sicher. Komm, Absol, du schaffst das. Oh, das hasse ich. Wie gesagt, an Wasserstellen in einem Dungeon, an denen man dann mit einem Teampartner den Platz tauschen muss. Okay. Oh, hi, Absol. Oh, mein Gott. Heieiei, zum Glück. Und hier ist die Treppe. Nice. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 5 Ebenen müssen wir jetzt noch machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendwie so 5 waren das. Ich glaube aber noch schon wieder so eine Wasserstelle, ey. Meine Güte. Meine Güte. Das ist... doof. Nervig. Erschreckend. Sucht euch ein Verb aus. Ein Adjektiv aus. Aber wir kriegen hier ganz gute Erfahrungspunkte, ne? Also ich meine an sich, ist das hier eine ganz gute Levelquelle. Eieiei, wo sind wir denn hier? Da ist ein Gegner. Den will ich besiegen. Denn du gibst mir schön viele Erfahrungspunkte. Gut. Nice. 232 ist schon recht cool. Okay. Kommt. Macht da was. Nice. Schön. Nice. Draki Level 20. Der ist ein Level über uns. Alter. Stimmt. Ja, ja, klar. Stimmt. Der war immer ein Level über uns. So war das ja. Ich gehe mal nach hier oben. Damit uns Absol noch helfen kann. Genau. Und wir nicht so viel Schaden erleiden. Und dann gehen wir weiter. Verdammt. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie viel Leben Draki hat. Das ist das Problem. Das ist das Problem. 38 Poke aufgehoben. Ja komm, wir brauchen den Schmarrn. 38 Poke. Komm, dein Ernst. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Mann. Dein Ernst. Ich wette, unten ist die Treppe. Ja. Nice. Und ich wollte den Weg erst kurz gehen, ne? Ich wollte ihn wirklich erst gehen. Aber dann dachte ich mir so, nee, lass mal nicht machen. Ist okay, wir gehen den anderen Weg. Da wird eh nichts sein. Und was ist? Da ist die Treppe. Natürlich ist da die Treppe. Ich hätte es ja auch irgendwie erwarten können, ne? Ach, Mensch. Ach, Mensch. Egal, egal. Wir überleben es hier ja ganz gut, ne? Ich meine, hier kommen ja eh irgendwie nur so Phenontos vor. Aber gut, ich meine, kann ich mit leben. Die sind jetzt nicht unbedingt so die schlimmen. Und die geben ganz gute Erfahrung. Ist okay. Und Durchbruch macht schön Schaden an den Viechern. Belebersamen, oh, zum Glück. Immerhin eine Notlösung. Oder ein, ja, Notfall-Item. Falls doch mal was schief gehen sollte. Was ich jetzt aber nicht glaube, muss ich sagen. Und noch eine Ebene? Nee, wir sind angekommen. Okay, nice. Nice, nice. Oh, endlich sind wir da. Dies ist der Gipfel. Ja, ich frage mich, wo Vulnona ist. Da sind sie. Ich habe Doki entdeckt. Gut, ich sehe sie. Oh nein. Simsala. Es wird allmählich Zeit. Endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt hier so weit draußen. Nur die Ruhe, Desputter. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Draki,
Nimm es mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Doki, dieses Ende habe ich nicht gewollt. Aber so ist nun einmal unser Schicksal. Der Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit all unserer Kraft bekämpfen. Es beginnt. Oh Gottchen. Oh Gott. Wie kann ich denn... Ich komme noch nicht gegen Simsala an, Alter. Was soll das denn? Unterlasst es auf der Stelle. Oh Gott, Vulnona. Was? Vulnona. Was? Vulnona. Das ist Vulnona. Die Legende, sie ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen, Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Vulnona. Wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein, mehr noch. Ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach deiner Antwort muss ich sie möglicherweise beseitigen. Ob mein Fluch für die Legende gehalten wird oder nicht, ist ohne Belang. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch damals schritt Gardevoir, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug die volle Wucht des Fluches, der eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von dem du da sprichst? Doki, sei ohne Furcht, du bist nicht dieser Mensch. Was? Was hast du gerade gesagt? Doki ist nicht der Mensch aus der Legende, das sagte ich. Was? Was ist nur los mit mir? Ich bin so angespannt. Ich kann mich kaum bewegen. Ruhig atmen. Ein, aus. Puh. Wow, fantastisch. Okay. Großartig. Ich wusste, dass Doki nichts damit zu tun hat. Ich wusste es. Niemals würde Doki solch schreckliche Dinge tun. Da ist noch etwas, das erwähnt werden muss. Es ist wahr, ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey, ihr! Ihr habt falsch gelegen! Ihr habt keinen Fehler gemacht, als ihr Doki gejagt habt! Naja, wir müssen uns entschuldigen. Tut uns leid, dieser Gengar hat uns aufgehetzt. Nein! Ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Doki sieht auch gar nicht so heimtückisch aus. Wenn es doch nur so wäre! Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Beeindruckend, Doki. Oh Gott. Hahaha, ausgezeichnet. Ich wusste von Anfang an, dass ich recht behalten würde. Was? Oh, warte mal. Warum wurde Doki dann zu einem Pokémon? Wenn Doki nicht der Mensch ist, der in dieser Legende erwähnt wird, wie erklärst du dann die Tatsache, dass Doki zu einem Pokémon wurde? Doki, wer bist du? Ich weiß es nicht. Ah, der Boden bebt. Erdbeben. Die Erdoberfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und die Erschütterung des Erdbodens werden ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief. Groudon wird erwachen. Was? Groudon erwacht? Groudon? Was ist das? Was ist das? Ein Groudon? Groudon, ja. Groudon. Ein legendäres Pokémon, das nur in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt und die Kontinente gebildet hat. Es heißt, es sei nach katastrophalen Kämpfen mit seinem Erzfeind Kyogre in tiefen Schlaf gefallen. Sollte Groudons Kräfte entfesselt werden, wird Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden,
Wir werden gehen. Wir werden auch gehen. Nein, ihr müsst hier bleiben. Groudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal zu eurer Basis zurück und macht eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldrang tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr euch auch nur umschauen könnt. Gut, wir gehen und kümmern uns um Groudon. Oh Mann, alter Vater. Oh Gott, ich hab voll gegen das Mikrofon gehauen. Sorry. Und so machte sich Simsalas Team auf den Tiefen der Erde nach dem erwachten Groudon auf die Suche. Unterdessen beendet das Team von Doki nun befreit von den wütenden, erwüstenden Verdächtigungen seine lange und qualvolle Reise und kehrte wohlbehalten und glücklich in seine Retterteambasis zurück. Eieieiei. Oh Leutchens. Währenddessen zurück auf dem Pokémon-Platz. Hey, ihr da. Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Pokémon, um das Team von Doki zu jagen? Du hast so leicht reden. Das ist zu viel vor. Das heißt, das Team von Doki sei schon sehr weit weg. Wir könnten es höchstens bis zur Lapis-Höhle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt. Wie habe ich Dengulis nochmal gesprochen? Oh, verdammt. Ich war auch an der Jagd beteiligt. Aber sie flohen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich da hineinbringen. Und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin vom Typ Pflanze, wisst ihr. Feuer und ich, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Doki wurde. Aber diese Flüchtlinge, wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, die sind ziemlich zäh geworden. Da kann ich nicht mithalten. Was seid ihr nur für Weicheier? Du bist ein richtiges Großmaul. Was ist mit deinem Team, Gänger? Ihr hangt nur auf dem Pokémon-Platz herum und lehnt euch zurück. Macht doch auch mal mit. Los mit euch. Haltet uns da raus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Doki zu erfahren und das weiterzugeben. Du spielst dich vielleicht auf. Ach du meine Güte, ach je. Militalis, was ist los? Doki ist... Ja, endlich sind wir Doki los. Nein, im Gegenteil. Doki ist zurück. Was fragst du da? Okay. Nee, da drüben. Doki, sie sind zurück. Hallo Leute, wir sind wieder da. Aha, puh. Endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckte dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir, Doki. Nee, Draki. Ach, du bist es, Gengar. Ist ja eine Weile her, ne? Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Vielleicht. Gengar, alles, was du gesagt hast, war falsch. Doki hat gar nichts mit der Sache zu tun. Doki traf keine Schuld. Ja, okay. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben wohl Nona gefunden und nachgefragt. Doki ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du es beweisen. Beweisen? Ganz genau, knallte Beweise. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's bald. Beweise? Wir haben keine Beweise. So schade, dass du nichts beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd, das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon. Das ist eure Chance, Doki loszuwerden. Was? Was habt ihr denn? Wollt ihr Doki nicht auch loswerden? Ich habe immer an Doki geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Jürge. Ich bin draußen. Das Team von Doki hat mich gerettet. Ich habe mich nur mit schweren Herzen an der Jagd beteiligt und nur, weil du so darauf bestanden hast.
Aber ich kann mir nicht, im besten Willen nicht vorstellen, dass Doki wirklich so böse sein soll. Ja, okay. Ich glaube genug gehört. Ich glaube Doki. Ja, genau. Wer braucht Beweise? Ja, Leute. Extra Blatt, extra Neuigkeiten. Cool. Oh Mann, ey. Was ist das? Hä? Sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Ich kann bald nicht mehr reden, ey. Okay, ich lese es mal vor. Also, hier steht. Pokémon Zeitung. Extrablatt. Doki unschuldig. Doki traf Unona unter dem wachsamen Auge von Silmsala und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptungen hinterhältig und böse Verleumdungen waren. Ende. Okay. Boah, ist euch auch so warm? Meine Güte. Bei uns ist es gerade fast, ja, 9:30, Alter. Also, abends. Es ist immer noch arschwarm. Du dreckiger! Nicht von weg hier. Also, Lügner, du hast es betrogen. Okay. Willkommen zurück, Doki. Ja, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, wie versprochen. Ich bin so froh, dass Doki nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir niemanden mehr davon... vor niemandem mehr davonlaufen. Doki, wir sind beide müde. Ich gehe und lege mich schlafen. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben zurück. Versuchen wir unser Bestes. Ja, Mann, das machen wir auf jeden Fall. Der Part ist gleich vorbei, ey. Meine Güte. Ja, okay. Am nächsten Morgen. Oh Gott, ich habe gerade aus Versehen meinen Sound mega laut gemacht. Also auf dem Ohr jedenfalls. Guten Morgen, Doki. Hast du gut geschlafen? Sehr gut, wir können wieder als Retterteam arbeiten. Flop, flop, flop. Sieh mal, Pilipa bringt uns bereits wieder Post. Versuchen wir unser Bestes, so wie wir es immer getan haben, Doki. Auf jeden Fall, Draki, auf jeden Fall. Rettungsjob was annehmen, lesen, lagern. Ein Brief von Pilipa. Hey. Super, dass du zurück bist. Ich bringe dir wieder die Post. Ich habe dich schon mit voll bepacktem Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post, also sei bereit. Pilipa, der wandernde Briefträger. Oh, wie cool. Gesucht, oh mein Gott. Als ob der Kugelsaat sucht, Alter. Aber gut. Ja, es ist okay, du musst dich dafür jetzt nicht entschuldigen. Ich will einkaufen. Oh nö, jetzt will ich nicht mehr. Ich geh erstmal lagern. Aber die will sich wahrscheinlich auch noch entschuldigen, oder? Kann ich jetzt mal... Danke. Ich wusste es, ich dachte mir schon, ja, ist okay. Nein. Lagern. Das lagern. Drei davon lagern. Das lagern. Drei davon und die Linkbox lagern. Genau. Noch mehr möchte ich bitte nicht lagern, nein. Den Belebersamen nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Wir kaufen aber gerne noch irgendwie Items ein. Ja, hiervon jetzt unbedingt nichts. Riesenapfel müssen wir auch nicht unbedingt kaufen. Was haben wir hier denn so? Och, du musst jetzt... Och, nicht dein Ernst. Oh ja, Ernte. Kanone Warstein, ey. Danke. Kaufen, genau. Flamwo. Oh. Meint ihr, ich krieg 8000 zusammen, Leute? Ein Flammwurf wäre schon ganz geil für Draki eigentlich, oder? Kann man nicht irgendwie alles lagern? Egal. Egal, lagern wir halt nicht alles. Okay. Also, alles markieren halt. Nein, ich wollte... nehmen. Gut, nehmen wir das mit. Das brauchen wir nicht... Warte mal, das sind nämlich zwei Orbs. Die nehme ich auch nochmal mit hier. Ja, genau. Gut, dann nehme ich nochmal die beiden Raubs mit. Ja, Raub bitte mitnehmen.
Ja, nochmal Raub. Folterknecht, Erholung, Brüller, Schlafsamen, Samen. Das Goldband können wir eh verkaufen. Was haben wir denn noch so? Das. Ja, den Plosivsamen könnten wir mitnehmen, ne? Ja, nochmal Brüller. Ja. Nochmal den Schlafsamen. Noch einen Schlafsamen, bitte. Genau. Noch ein paar Samen können wir auch noch verkaufen. Ein paar normale. Wir haben noch zwei Items Platz, ist okay. Noch einen Samen können wir mitnehmen. Dann müssen wir auf jeden Fall auch locker die 8000 schon zusammen haben. Also von daher. Das ist kein Ding. Muss ich den Pater aber auch gleich alles... Oh mein Gott, nein. Auf alles verkaufen, bitte. 5000 nur? 5000 nur? Wir haben jetzt 6000. Wie viel haben wir auf der Bank? Oh, du musst jetzt nicht... Oh, danke. Ah, nehmen wir alles mit. Wir hätten sogar nur das Goldband verkaufen müssen, wie es aussieht. Okay. So, dann nehmen wir bitte... Flammwurf mit. Ja. Ich will jetzt nur schnell alles lagern und Flammwurf beibringen. Beziehungsweise alles mitnehmen. Ich will nichts lagern, ich will mitnehmen, danke. Und zwar nehmen wir Apfel, das, das, das. Und das mit. So, noch einen Apfel bitte. Nehmen wir noch einen Apfel, genau. Ich spule das mal eben kurz vor. Kann ich mal... So, hier, ne, noch ein Apfel und nochmal zwei Sinelbeeren. Ja, damit es halt kurz schnell geht. Ich will den Part schnell, also nicht zu sehr überziehen, deswegen. Einsatz, ja, Draki für Tackle. Tackle braucht er jetzt nicht unbedingt. Dann nimmt er lieber Flammenwurf. Hier, Attacken. Einmal bitte noch. Ja, verdammt, das kann ich erst im Dungeon machen. Okay, dann lagern wir nochmal schnell unser Geld. Perfekt. Okay. Und holen nochmal schnell unseren lieben Zippy ins Team. Besuchen. Und zum Team. Nice. Gut, dann war's das mit diesem Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Abo da lassen, dieses Video bewerten, teilen und auch gerne mal auf den Social Media Plattformen vorbeischauen, Twitter und Instagram. Falls ihr Fragen habt, AskFM und so. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!